Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Goldbe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Ja, in der letzten Folge haben wir das Reich der Dunkelheit besucht mit Rico und König Mickey. Und ja, wir haben die Arena aus Olymps abgeschlossen und wir haben ein neues Ziel. Wir können theoretisch zu okay, nachdem du im Monif aufbrechen ausgewählt hast, wählst du im Reiseziel auf der Karte. Wählst du ein Reiseziel auf der Karte aus? Kannst du wählen, um irgendwo einen Wegmarker zu sehen? Okay. Ich würde aber sagen, bevor wir in die nächste Welt gehen, was Twilight Town ist, gehen wir erst einmal nochmal zum Olymp. Und zwar hier hin. Weil ich bin mal auf Screen dahin zurückgegangen und habe noch ein paar Truhen gesucht, die mir gefehlt haben. Ich weiß nicht, wie viel mir gefehlt haben. Ich glaube 6 Stück oder so. Aber ich habe 3 Truhen gefunden und die holen wir uns. 2 von den Truhen, die ich gefunden habe, habe ich schon geöffnet, eine nicht. Und ja, bin gespannt, was denn eine drin ist, weil eine ist eine große Truhe. Und ja. Ich wollte auch mal zeigen, wie sich die Arena, also der Olymp, nicht mehr die Arena, der ganze Olymp hier ein bisschen verändert hat, seit wir letztes Mal da waren, was im vorletzten Part war, ne? Und ja, erst einmal gehen wir hier runter, und zwar genau so. Und da, erinnert ihr euch da noch? So macht man das Ding kaputt. So, die Truhe habe ich noch nicht geöffnet. Also, was ist da drin? Elixier. Oh. Habe ich ein bisschen mehr erwartet. Gut. Okay. Da ist eine Truhe, die ich gefunden habe. Und ich weiß nicht, wie viel mir, wie gesagt, fehlen. Aber ignorieren wir die Gegner mal. Nächste Truhe befindet sich warte mal, muss ich mal nachdenken, wer es war, eine Truhe noch ist. Boah, ich habe schon wieder vergessen. Ist nicht gut. Oh Mann, sah ich überhaupt Dings hier an? 0 EP, nee, habe ich wieder aus. Ich hab nicht meinen Fortschritt gespeichert hier. Als hier gesucht habe, ich glaube, Goofy brauchen nur noch 10 Erfahrungspunkte oder so, ne? Ja, dann Level ab. Ja, sehr gut. Haben wir das? Ja, egal. Hab schon wieder vergessen, wo die dritte Truhe ist. Nein, ich habe es nicht vergessen. Ich ist mir wieder eingefallen. Gut. Und zwar nicht hier im Reich der Götter, wie sich dieser Ort hier schimpft, sondern bei den Klippen. Keine Sorge, wir kommen noch heute nach Twilight Town, nur müssen wir auch hier mal abchecken, ne? Die Truhen sind ganz schön schwer zu finden, habe ich gemerkt. Also nicht so einfach hier. Also mich hat es nicht überrascht, dass ich so viele Dinger hier verpasst habe. Also das ist schon extrem. Vor allem die Welten, die sind ja auch riesig, ne? Die sind riesig. Also, ja, nicht sehr überrascht. Boah, ich bin so müde. Ich habe kaum geschlafen, deswegen laber ich ja gerade voll den Mist zusammen. Aber für Kingdom Hearts 3, da kann man einfach nicht zu müde sein. Also, muss ich heute aufnehmen. Titan survive a fall from all the way up here. Wait, you fought a Titan on the side of a mountain? Sora, that's amazing. Du halt. War gegen dich schon gekämpft. Nur mein neues Schüsselschwert ausprobieren. Boom. Ich kann es ja einfach so wechseln. Mitten im Kampf. Ah, cool. Ja, man hat ja irgendwie. Kann er irgendwie abwehren, ne? Den Schaden muss ich dann irgendwie absorbieren oder irgendwie sowas.
die Dinger ersetzen mehr oder weniger die Formen, sag ich mal. Ich sag Gefühl. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo. Aber irgendwo an so eine Klippe war die Truhe, ne? Komm mal, ja, cool ist. Also Twilight Town hat ja irgendwie Kampfstufe 10, also sollte ich vielleicht mich ein bisschen vorbereiten, oder? War ein Erfahrungspunkt, ehrlich. Teamfeuer, okay. Und Maximum FP. So, ich glaube, hier war da irgendwo. Da. Guck mal. Da ist ein FP Plus drin gewesen. Oh. So, ich glaube, vom Rest aus gehen wir einfach runter. Oh, das ist so cool. Er macht so einfach. So, ich habe noch einen komischen Ort irgendwie gefunden, aber da war irgendwie nichts. Also ja, und ich komme ich da wieder hin. Ich glaube, hier war irgendwo, ne? Da komme ich da an. Guck dieses Mickey Mouse Zeug mal an. Man könnte meinen, hier wäre irgendwo was, aber irgendwie ist ja nichts. Hier ist eine Kiste, aber irgendwie war es das. So, die letzte Truhe, die ich gefunden habe, ist da. Okay. Ein Kraftring. Auf jeden Fall soll ich mal nachgucken. Was gibt mir das? Da gibt mir mehr Angriffskraft, aber nur 2 FP. Ich glaube, ich brauche nicht so viel FP im Moment, also gucken wir mal. Ja. Was ist denn Teamfeuer? Wir senken zusammen mit Donald Gegner mit Flammen. Komboabschluss neben Donald. Okay. Warum nicht? Ich meine, irgendjemand kann den Fertigkeitsring hier ausrüsten, ne? Ah. Okay. So, wir können jetzt auch hier nachgucken. Ich glaube, ja, 3 fehlen noch. Keine Ahnung, wo die sein könnten. Ich habe alles abgesucht, aber das sind alles die Truhen, die ich gefunden habe. Also, ja. Jetzt gehen wir nur noch kurz zu was anderem, was ich gefunden habe, und dann geht's auf zur nächsten Welt. Ne? Klingt nach einer Idee, ja? Das ist eine gute Idee, habt ihr gesagt? Gut. Sehr schön. Ja, guck ich mal an, wie Theben jetzt aussieht. War ich sehr überrascht. Aber das habe ich auch irgendwie so angesprochen. Wäre ein bisschen merkwürdig, wenn ja nur alles am Brennen wäre und so, ne? Na, guck mal. Oh, cool! They fixed your statue, Herc. Yep. Everybody pitched in. Still needs a little work, though. Also ja. Ist cool. Ja, sozusagen die ganze Stadt hier. Sehr cool. Yeah. Ja, lass mich mal hier beim Mogelshop nachgucken. Da haben wir auch schon lange nicht mehr nachgucken, ne? Wir haben neue Ware reinbekommen. Schlüsselschwertverstärkung. Wenn du in der Schmiede findest, kannst du Schmiedematerialien durch dazu benutzen, deinen Schlüsselschwert zu verstärken. Also ihre Werte für Angriff und Magie zu neue Fertigkeiten freizuschalten. Geil. Ich gehe in bestimmten Geistern von größeren Problemstellen. Was neue Items zum Schmieden freigeschaltet. Freundsplitter. Freund Tropfen, das war's. So. Ohrwerk-Schild.
Das Spiel hat übrigens schon wieder abgedatet. Also irgendwie jeden Tag oder so kam Update oder irgendwie so. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. So, Königsanhänger. Warum nicht? Okay, ich hoffe, ich krieg da irgendwann wieder zurück. Ne? So, kaufen. Kampfhammer, Urwegschild. Was ist dein jetziges? Deine jetzige Klamotte, Donald. 3-4. Du brauchst eine Rüstung oder so, nehme ich mal an. Gott, wir das kaufen können, ey. Das ist ein Kraftring, den wir gerade gefunden haben. Schildgürtel. Komm mal. Genau. Weißmuskarte. Okay. Na gut, wie du. Der müsste da eigentlich besser sein, ne? Wenn jetzt sogar Fähigkeiten oder sowas. So, dann machen wir mal kurz den hier, Bereichswechsel, und dann geben wir, ich glaube, das bei hier. Riesenblitze, die Herzvater um sich geschmissen hat, ließ meine Blitzmagie wie jämmerliche Fünkchen aussehen. Wir können doch gar keine Blitzmagie. Redest du da eigentlich? So, ich habe da noch irgendwas gefunden und ja, das war merkwürdig. Wow. Look how high up we are. Plus, don't make me do any more crazy stunts. Ja, diese Dinge habe ich auch mal offscreen gefunden. Oh, goldene Herkules-Figur. Genau die richtige Größe zum Werfen. Was soll das bedeuten? Ja, ich habe natürlich nicht gespeichert, als ich die ganzen Thronen eingesammelt habe. Deswegen kann ich all das hier noch mal einsammeln. Und ja, lass mich mal ganz kurz hier speichern. Ja, ich habe nur einmal Recht der Götter gespeichert, aber habe ich mir gedacht, komm, machst du halt einmal und dann tust du noch mal hier laden, damit die Zuschauer das auch alles sehen. So, ich habe das hier gefunden und ich habe das Ding auch schon mal angesprochen, aber ich habe noch nicht genau geguckt, was wir machen müssen. Ich habe es direkt beendet. Und zwar, hier ist ein kleines Minispiel. Okay. Okay, Minispiel. Okay, ich muss, Pudding hier antreffen. Mein Gott, bin ich langsam. Warum bin ich denn so langsam, Mann? Warum? Okay, die Pfeile, die tun mich automatisch dahin lenken. Gut. Nein. Und die andere Richtung gehen, da waren voll viele Sachen und so. Da sieht man jetzt erstmal, wie groß diese Welten sind, ne? Weil es die gleiche Musik hier in Birth by Sleep. Wenn man hier diese Rennen macht und so. Aua. Zeit um. Alles gut?
Tschüss. Sauerkirsche, eine Sauerkirsche halten, geil. Das ist gut. Ich weiß es nicht. Wir haben es aber mal gemacht, ne? Also gut. Jetzt können wir auch mal weitergehen. Ne? Ich will mal sehen, was in der nächsten Welt abgeht. Noch warten ja natürlich alle, ne? Neue Welten und so. Ja, wir wollen auf zur. Ich weiß nicht genau, was diese Dinger hier alle sind. Aber der Weg mal setzen und aufrechnen. Du fliegst von dir los. Wegpunkt SLP01. Ja. Habe ich noch nicht hier so auseinandergesetzt mit dem Gummischiff. Aber wir sehen ja jetzt, was los ist. Wir haben ja sofort abgebrochen, als wir auf dem Weg zu Twilight Town waren, ne? Also weiß auch nicht. Okay. Okay, wir haben mehr oder weniger so freie Auswahl, wo wir hinfahren können. Cool. Okay, mit L1 kann ich kreuz fliegen. Schnell unterwegs. Du willst gerne ein wenig schnell von Punkt A nach Punkt B gelangen. Dafür gibt es folgende Möglichkeiten. Nebelstreifen. Gib dich in einen Tunnel aus Licht, rausch mit hoher Geschwindigkeit durch. Du kannst die Nähe verlassen, indem du allein zu L1 gedrückt hältst. Okay. Gummikämpfe, sei vorsichtig, wenn die herzlose Markierung auf dem Gummiradar siehst. Schloss eine solche Markierung an, wird ein Kampf ausgelöst. Spielbedingungen sind im Kampf verschieden. Die Regeln findest du in den linken oben Bildschirm weg, sobald der Kampf beginnt. Mit der Schärfe den Schwierigkeitsgrad zeigt dir an, wie schwierig. Ja, okay. Oh ja. Steuerung ändert sich geringfügig, wenn ein Kampf beginnt. Na, gell, um nach oben und links rechts zu bewegen. Oh, ein Geschenke sich so folgen ist deine Punktzahl. Okay, jetzt wieder klassisch. Der klassisches Gummischiff Steuerung. Okay, richtig geil. Gott. Aua. Oh, so viele Herzen. Ja, macht richtig Bock mal wieder hier. Vielleicht sagt einer dieser Leute, die ehrlich gesagt hier Gummischiffkämpfe mochte, also nichts dagegen, vor allem die in Kingdom Hearts 2, die waren awesome. Weiß nicht, was ich hier gerade mache, aber gut. Wir haben auch irgendwie eine Stufe als Gummischiff, ne? Ich habe oben rechts Stufe 1, also. Aber ich finde es so gut, dass man so viel bekannte Musik hat. Okay, ich weiß nicht, wie man nach vorne. Ich weiß nicht, wie man nach vorne fliegt. Also, wenn einer sagen, müssen eine Belohnung und einen Titel erhalten. Neue Mission verfügbar. Okay. Ja, um zu beschleunigen. Okay. Ja klar, so fliegt man. Da kann ich irgendwo gegen crashen. Nö. Okay, cool. Das war cool hier. Ja. Was sind hier so Kugeln? Die waren auch auf der Karte, glaube ich, ne?
Belohnung für das Ausschalten von Gegner und Erkunden des Ozeans. Dazwischen hältst du manchmal Kugeln oder andere Belohnungen. Erfahrung, TP, Items, einzigartige Items. Okay, mit. Ich muss L1 einmal antippen und dann fliege ich. Dazu erhalten Seltenheit, die nur auf Warten von den freischalten. Sie haben schließlich auf Stadtsphären, um sie zu aktivieren. In den Schaltkreis lokalisiere die Zahlen. Ein, zwei, drei. Schon so lernen. Schließe auf die Zahnräder, um den Lichtfluss. Okay. Okay. War's, ne? Okay. Und dann haben wir gewonnen. Alter. Und wir sind abgeschlossen. Neue Auszeichnung. Ja, aber richtig Bock. Also sozusagen eine eigene Welt hier zu erkunden mit dem Gummischiff. Mich mal ein bisschen erkunden, ne? Ein bisschen ja umdüsen, ne? Habt ihr nichts dagegen, oder? Oh, da ist ein Kristall. Wie so ein klassischer Final Fantasy Kristall. Bauplanfragmente sind über im Ozean dazwischen verstreut. Sammle alle Fragmente in deinen Schatz, um ihn wertvollen Spezial Bauplan Plus belohnt zu werden. Ach komm, wir sind schon da. Ja, komm, geh mal rein. Ich habe viel zu viel Spaß damit. Ich könnte halt noch stundenlang spielen, habe ich gesagt. Und ich könnte allgemein das Spiel noch stundenlang spielen. Was ich auch wahrscheinlich machen werde, weil ich habe Angst, gespoilert zu werden. Ich habe schon irgendwie meine Empfehlung irgendwie so ein Video gehabt hier. Kingdom Hearts 3, Secret Ending. Da war zum Glück irgendwie nichts irgendwie so spoilermäßig hier auf dem Thumbnail oder im Titel oder irgendwie sowas, aber ja, geil. 2 Tage nachdem das Spiel rausgekommen ist und YouTube empfiehlt mir natürlich hier das Ende von einem Spiel, was ich erst seit ein paar Tagen hab. Geil. Also ja, ich glaube, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil sonst irgendwann wird dieser eine YouTuber hier so ein Video hochladen, wo ein riesiger Spoiler drin ist. Muss natürlich auch schon jeden YouTuber, der irgendwie Kingdom Hearts 3 Let's Plays, direkt deabonnieren, weil sind schon wieder Dutzende Spoiler wahrscheinlich drin, ne? Ja, das wird hart in den nächsten Tagen, Wochen. Twilight Town übrigens. Die Stadt kennen wir. Gorge, we forgot to fill Master Yen Sid in on what happened. Should we go back? You mean about Maleficent and Zigbar? That's all that. No, the others have already got enough on their plates as it is. Why go stressing them out? The three of us know how to handle a couple of old adversaries, right? Yeah, I guess. But doesn't that thing Pete said bother you? The Black Box? Come on, we're talking about Pete. That means it's probably no big deal. Oh. I don't know. Ich würde schon gerne wissen, was da drin ist. The trams are still here. So, it hasn't been that long. Feels like it. Maybe you're feeling what Roxas feels because he misses home. Mm-hmm. Actually, I ran into Roxas in the sleeping worlds. It was like seeing into his heart for the first time. And he was in the Data Skin, too.
Uh-huh. It was a test to see if your data version was ready to face the hurt that you carry inside. Was I ready? I do know hurt. When I lost Riku and Kairi, and later when I lost the Keyblade, and you guys had to go on without me like that? Sie mich verraten habt. Having no one to turn to was the worst kind of hurt, but that just shows how much you mean to me. Carrying around a little hurt can't be all that bad. Hurting is part of caring. It sounds like Dinosaur again. Of course. Any Sora is still Sora. So wait, if Roxas feels something, then we're in the right place. Roxas, I'm gonna find you. Suchst du unseren Gebieter? What? What is that? Oh. Nobody's. Deswegen. Stimmt ja. Roxas war ja jeder jedes Mitglied der Organisation war ja irgendwie ein Anführer von einem Typen, der niemanden. Das ist so magisch, meine wir sind sein Freund, also mein Kampfkommandeur mit seiner vollen MP-Leiste. Oh, machen wir mal. Machen wir das mal. Traumfängerzeit. Wir werden immer größer. Ah, okay. Verstehe. Wird größer erstmal und dann spuckt alles wieder aus. Dann setze ich einfach alle Traumfänger ein, die ich hier hatte, oder was? Oh Gott. Oh Gott, Snipers. Was heißt das Sickweiß hier? Was ist das? Ich hab ein Schild. Oh Gott, ich bin schon wieder leicht tot, wenn er so weitergeht. Das war einfach ein Hallöchen. Das ist eine sehr komische Kameraführung. Das ist auch merkwürdig. Wie viele Gegner hier noch sind, ey? Donald lebt immer noch. Goofy, nee, die leben gar nicht mehr, sehe ich gerade. Mach doch mal. Wir sind alle ein bisschen zu krass drauf, Leute. Oder ein Feuer reinsetzen, okay. Was ist diese Kameraführung? Da kommt so, machen wir fertig. Oh Gott. Die Kämpfe sind gar nicht mal so einfach, ey. Noch bis Level 10 hochleveln müssen. What was that voice? I know I heard it. I didn't hear it. You sure it wasn't the wind or something else? Ich hab den nichts gehört. Ihr seid ja nicht so wichtig wie ich. I'm pretty sure. Where'd they come from? Get the ice cream later. Oh. What? Hold up. See? Voices. Boah. Sind wir nicht die gleichen Stimmen, oder? What? Hainer?
Pence! Olette! Da. Das ist einfach, weil wir als allererstes gesehen haben von Kingdom Hearts 3 damals. Hey, Sora! Hello, goodbye! Oh ja. We got this. Ich will mal erwähnen, dass wir diesen Kampf gerade nur halbwegs lebend. Oh Gott. Ja, geh weg. Ja, das war die Musik aus meinem Intro. Also mein Intro, ne? Komm her. Das weiß ich auch. Na, kommt ja mal her, ich. Okay, dieser Ding ist so einfach wie damals hier mit Rico. Gott, schaffen wir noch nie im Leben. Aber wir haben ja eine andere. Ich glaube, das Viech schaffen wir nicht. Oha. Wir sind euch mal annähernd in der Lage, Dinge fertig zu machen, habe ich das Gefühl. Oh ja. Wir haben voll viele Massenvernichtungsangriffe. Komm mal her. Ich wechsle mal zum Königsanhänger. Vielleicht ist er ein bisschen stärker. Oh ja. Oh Gott. Ja, das schafft man nie im Leben. Schau mal, wie viele Balken das Ding hat. Ich ein bisschen früher aktivieren sollen, glaube ich. Nee, ein Treffer und ich bin weg. Aber ich kann gar nicht wegrennen, wenn ich wollte. Ja, was zum Teufel? Ich hoffe, ich schon verrückt bin in dem Spiel, ne? Also am Anfang noch. Aber ich versuche jetzt richtig hart hier durchzukommen. Kann ich sein. Man macht ja einfach nur irgendwas komplett falsch. Cool. Ich habe so satt gedacht. Ne. Ja, ich glaube, das macht es ein bisschen einfacher. Ah!
ausgerüstet hat. Boah, ich kann mir nicht vorstellen, wer hat ganze Dinge ja schon erledigen müssen. Ich weiß nicht, was dieser Steuer der Kamera ist, aber hier in der Umgebung mal ein bisschen heilen. So, das war das Gebiet hier. Exakt gleich Gebiet. Nicht gut. Boah, wir sind nicht verarschen. War voll nah dran, irgendwie das Ding zu erledigen wahrscheinlich, ne? Boah, ich fasse das wieder einfach nicht. Nice fighting. Thanks, Sora. Hayner, Pence, Olette, it's been ages. What? It hasn't been that long. Donald, Goofy, how are ya? Well, good. Howdy there, Olette. So does this mean that weird stuff's going down again? You kidding, Pence? When have we ever seen a tornado of shadowy blobs before? Ich wollte gerade sagen, das war schon ein bisschen. Is that weird? This is unprecedented. I guess it is. The creatures from the last time were bright white. These things must be new. Stimmt, die kennen ja gar nicht Herzlose. Man, I can't wait to get to Sleuthin. We're already done with the school project, silly. Whatever's going on, you wouldn't be here unless you had a good reason. Which is? Well, actually, we're looking for Roxas. Roxas? That's funny. I don't know any Roxas, but the name sounds familiar. Maybe we bumped into him somewhere. Mickey Mouse Zeichen. Actually, he might have been friends with another version of you. This photograph. Yeah, we've got the same one. Oh yeah. XW jedes Mal mit uns rumschleppen. It's like one of those spot the differences puzzles, except really easy. I guess in that town, we're friends with this Roxas person. Sora, let us help you track Roxas down. Really? Sure, he seems like a pretty cool guy. Yeah, he is. Great, then let's all go ask around town. If alternate us dabei ist, Roxas, ich bin dieser Guy, dieser Typ. Alternate other folks did too. Sora, you three should go to the place in the photo. It's the old mansion. The three of us will cover places in town. Thanks. Oh yeah, I got this phone thingy that takes pictures. What? Want to snap a photo while we're all here? Sure. That's a great idea. Mickey Mouse Zeichen. Donald. Wait, who's taking it? Da wollte ich mich auch gerade fragen, was? Why do I have to do it? Hey, tough luck. You drew the short straw. It's okay. I'm sitting out of the photo with you, Donald. Can you take the photograph? Everybody smile. Wow, that came out great. Oh, a lucky emblem. What? Lucky emblem? Oh yeah, they are huge right now. Supposedly these things are hidden all over town. Ich wusste es, irgendwas hat's damit auf sich. Them, they'll bring you good luck. Cool. Ich wusste es, ich habe schon so viele gesehen guys, davon. Is that? Yeah, you're right. I see it too. I knew it. Good luck, because they're not all this easy to find.
Okay, we better start asking around. You start by checking out the old mansion. We'll catch up. Got it. Fotografie. Ah, okay. Dein Fotoalbum gespeichert, indem du das Buch registriert automatisch die Grüße im Leben und andere beachten jetzt zweite Objekte, die sich gerade im Bild befinden und setzt sich mittels entsprechender Anzeige darüber in Kenntnis. Färbt sich gelb, wenn die Kamera in die richtige Richtung ausrichtet, sind auf der korrekten rechts sein, dass er fällt, was das Gummi gerade registriert. Ah, Controller. FP Plus. Das ist jetzt ein Dings. Hey! Was macht ihr denn hier? Entschuldigung. Ja, wir können Dings hier kaufen. Und Gummi, was? So. Erstmal erkunden, Goofy, ganz locker. Nicht stressen, ja, okay. Oh, hier ist sehr viel belebter als in Kingdom Hearts 2, finde ich sehr gut. Dann schauen wir uns hier erstmal um. War ja nicht auch irgendwie in der Truhe. Wo waren die ganzen Leute gerade, als der Kampf ausgebrochen ist? Da so, habe ich irgendwas Neues gelernt. MP-Blockade. Da bin ich, dass ich deine MP aufladen, sobald sie aufgebraucht sind. Was? Warum sollte ich sowas ausrüsten wollen? Was habe ich bekommen? Ja, ich habe Vita bekommen, ne? Ha. Vita hier. Dann packen wir Potions hier noch rein. Wer weiß ja nie. Dann schauen wir uns erstmal hier um. Es ist nicht so weitläufig wie der Olymp, also hoffentlich finden wir hier eher die Schatztruhen. Wie sind denn die alle hier hochgekommen? Was? Flori, da brauchen wir für Dings. Cool. Kaviar, eine Popcorn? Okay, das sah aus wie... Okay, das ist mehr so eine Dings hier, so eine asiatische Verpackung hier für so Dingens. Hey! Boom. Let's see. Selfie. Okay, sehr gut. Jetzt weiß ich wenigstens, was diese Dinger mit sich. Ich wusste, man kann die irgendwie sammeln oder irgendwas damit machen. War einfach zu auffällig, Mann. Also so schön, so riesige Welten hier zu erkunden, das ist richtig Hammer. What's all this about? What? Hey, you dropped something. What, wo? Was ist das denn? Geil. Nehme ich hier hinsetzen. Oh no! Watch out! Huh? Is there some kind of watch up there on the screen? I don't know. Let's check it out after the movie's over.
Kann man echt hier angucken. I could watch this one over and over. Okay, und so. Hey. Let's see. Mehr Potion. Könnte man, würde man auf der Leinwand sehen, aber scheint nicht. Ah, ist so schön, ne? Das Spiel macht so geil Bock, ey. Ich hab keine Ahnung. So, ihr müsst halt als Herren aus sein, ne? Loch da zum Herren. Ist nicht mehr da. Was? Normalerweise kommt man hier doch zum Herren aus. Jetzt nicht mehr anscheinend. Ruhe. Ja, schon. I hope we can find someone who knows Roxas. Ja, glaube ich auch. Hoffe ich auch. Eigentlich. Gut, gucken wir mal woanders. Kommen wir da irgendwo hin? Das ist ein neues Gebiet. Zur Weltkarte? Nein. Kommen denn die zum Herren aus jetzt? Das ist nicht mehr der gleiche Weg wie damals. Na gut, dass niemand sich hier irgendwie Sorgen macht hier, dass hier ein Junge einfach so überall durch die Gegend springt. Ja, wir müssen ja durch, wir müssen erkunden. Guck mal, wir müssen noch gucken, was hier alles ist. Das sind halt Risiken, die man als Rollenspieler auf sich nehmen muss. Ja, so kommen wir wahrscheinlich zu Dings hin, ne? Let's see. Ist das? Ja, Herzlose! Herzlose! Sowieso noch mal. Ist ja gut, Donald. Geht nicht immer so, wie du dir halt vorstellst, okay? Oh Gott. Oh, wow. Okay, aber diese Feuerattacke, ne? Nehme ich an. Oh Gott. Kanalisation, genau. War sehr weitläufig. So wurde sie beschrieben im zweiten Teil. Ah. Guck mal, wo wir jetzt sind jetzt. Hallöchen. Let's see. Nicht gezählt. Na gut. Okay, warte mal hier. Essen. Oh, hey, die kennen wir doch. What do you think they're up to? Die haben wir seit dem tiefen Dschungel nicht mehr gesehen. Look on that branch. The Heartless have him surrounded. Oh no. What's up? Yeah.
Keine Angst, Alter, wir haben dich schon bald runter. Ach, Ruhe. Bevor ich sie vergesse gleich. Also bitte auch. So, okay, wo seid ihr? Da ist Zeit für euch. So. Ah, ich bin betäubt. Und jetzt habe ich auch wenigstens Heilmagie. Dürfte ja wohl hoffentlich bringen. Ob ihr runter oder Donald macht euch fertig. Übersetzung halt, ne? Nein, ich wollte Goofy Bombe einsetzen. Goofy Bombe. Natürlich steht immer wieder nur einer da. Ich bin schon wieder betäubt. Ich nehme an, tot. Was hat denn jetzt für ein Angriff? Ein Kampffoto machen. Let's see. Aua. Wollte erst mit Selfie mit euch machen, verdammt. Okay, wenn ich also. Nee, das tut nur behalten. Cool. Gut, die Verwandlung noch behalten, wenn ich die Waffe mittendrin wechsel. Okay, gut. Hi. Well, take care. Wow, what is What? Lucky, that little feller's parked on your head. Huh? Would you cut that? You know, maybe he wants you to pick up the fruit for him. Okay, that's fine, but I can do it by myself. I just need to collect the fruit. Right then. So, what are you gonna do with all this anyway? Huh? Hm? Immer übersetzen, ihr seid doch auch Tiere. Well, okay. You be careful going home. See you around. Let's stop the mansion. Dann gucken wir mal. Gibt's noch irgendwas? Feller sure seemed happy. Da sind schon wieder welche. Weg. Spritzbart. Oh, sehr cool. Verstehe noch nicht, wie die meisten von den Dingern funktionieren, aber macht schon Bock. Natur gesehen. Hey.
Also. Nope. Oh. Nehmen wir mal das ganze Essen, das wir aufsammeln, wird wichtig. Für. Nope. Mit diesen kleinen Kollegen. Irgendwann. Was ist das? Nelken. Nelken. Ich sollte auf jeden Fall jeden Gegner hier mitnehmen, ich treffe. Was ist das? Das war geplant. Habt ihr das gesehen? Okay. Und das hat er hinaus. Bitte sag mir, da ist ein Speicherpunkt. Ne, okay, dann würde ich sagen, wir beenden den Part hier in der nächsten Folge. Guck mal, was es damit auf sich hat und ja, was es da noch so zu tun gibt. Da ist ein Speicherpunkt, sehe ich gerade. Auf der Karte. Perfekt. Dann speichern wir hier und in der nächsten Folge gehen wir mal da rein. Ne? Gut, ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Hinterlasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Das wäre richtig lieb von euch. Ciao, ciao.